gucken. Ja, guck mal, was du. Guck mal hinter dich. Okay. Hallo, liebe Freunde des Kanals. Hallo, liebes Lieblingsrudel. Hallo, liebe Freunde des Schnäppchenhaus-Sanierens. Ich bin, wie ihr seht, jetzt nicht im Schnäppchenhaus, sondern in meiner Werkstatt. Es stehen wieder zwei anderthalb Werkstattprojekte fürs Schnäppchenhaus an. Einmal möchte die Lieblingstochter im Schlafzimmer oben eine Schiebetür haben, so eine alte, mit so, wie so früher in den Scheunen waren. Ich zeige euch gleich mal so ein Muster. Ich habe nämlich mal so ein Ding gebaut für mich. Und dann müssen wir ja noch die Fensterfaschen mal weitermachen im Schnäppchenhaus. So, und dann müssen wir mal gucken. Jetzt zeige ich euch mal die Schiebetür, die ich mal gebaut habe vor einigen Jahren bei uns in der Sommerküche. Das ist hier. So, die habe ich mal aus alten Brettern gebaut. Und dann gibt es hier so Schienen, so wie das früher so in den Ställen war. Und dann kann man die hier wunderbar so zuschieben. So, und dann sieht das ordentlich aus. So, das will die Lieblingstochter in ihrem Schlafzimmer haben. Oh, zack, 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 zack. Und dann müssen wir mal so ein Teil bauen. Jetzt gehen wir erstmal in mein Altholzlager und gucken mal, was wir an Altholz noch haben. Ob ich noch genügend solcher Bretter habe. Könnte ich euch ja mal mitnehmen. Sieht zwar nicht besonders aufgeräumt aus, aber wir gucken mal ins Altholzlager. So, hier ist etwas dunkel. Hier sind hunderte alte Leisten. Dann haben wir hier schöne alte Dielen. Das könnte doch was werden hier. Dass wir das aus diesen alten Dielen bauen. Da sind auch nochmal, aber nee, die sind 5 Meter lang. Das ist zu schade. Und hier, was haben wir hier noch? Das wird auch nichts. Das wird auch nichts. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber hier sind doch schon einige alte Dielen. Mal gucken. So schön abschleifen. Und dann sollte das klappen, oder? Ja. Das machen wir so. So, ihr Lieben. Heute ist mal wieder Werkstatttag. Ich werde heute mal anfangen, die Schiebetür fürs Schnäppchenhaus, da fürs Schlafzimmer zu bauen. Weil die Lieblingstochter sich aufgeregt hat, dass so kalt. Naja, ich hatte es ja den Tag schon gezeigt, ich wollte eigentlich alte Dielen nehmen, aber jetzt habe ich durch einen glücklichen Zufall, Umstand von einer ganz lieben Nachbarin, also ein paar schöne Bretter bekommen. Das heißt schön, alle sind alle Bretter, aber die machen wir noch schön. Und dann werden wir daraus die Tür bauen. Ja, müssen gehobelt werden, Nut und Feder angefräst werden, zusammengebaut werden, vielleicht noch irgendwo so eine Zinkenverbindung oder sowas oder so eine überlappende Verbindung. Na, mal sehen. Bin noch nicht so richtig klar, wie ich die Tür baue, habe noch keinen richtigen Plan. Aber ich fange erstmal an. So, hier sieht es natürlich wieder aus. Da ist noch das Zeug von einer Bauaufsicht da, von ihrem Weihnachtsdorf. Das muss ich erstmal wegräumen. Denn es steht hier schon das nächste Projekt. Da steht noch das Projekt vom, das Material für das Projekt Fensterfaschen im Schnäppchenhaus. Ich komme ja auch nicht mehr raus aus der Arbeit. Naja, also werde ich das mal ein bisschen aufräumen und dann anfangen. Ja, vor dem Projekt ist nach dem Projekt, oder wie sagt man so schön? Ein Haufen Kram jedes Mal. Nach so einer. Das ist alles noch von den Schnäppchenhäusern, von den Weihnachtshäusern da, Haufen Zeug. Da liegt noch was von der Küche,
Das Schnäppchenhaus, also diese Leisten da für oben an den Hängeschränken, muss ich auch noch machen. Naja, jedenfalls muss ich erstmal aufräumen. Ich hasse es ja, wenn das die ganze Werkstatt verkramt ist. Man findet nichts, man sucht immer zu, alles liegt durcheinander, man hat keinen Platz, irgendwas zu machen. Naja, jetzt fange ich erstmal an zu überlegen, wie ich das nun am dümmsten mache. Aber so einen richtigen Plan hatte ich noch nicht, habe ich ja gesagt. Aber erstmal anfangen, gucken wir mal, wo es lang geht. Zu dem Zeitpunkt war ich noch recht optimistisch, dass das schön wird. Aber wie wir sehen nachher, es ändert sich. Ja, das ist mein Abrichtdickenhobel. Soll natürlich erstmal den Anschlag genau einrichten, dass die schmalen Kanten nachher beim Abrichten auch wirklich 90 Grad sind, damit man die schön verleiben kann. Dann mache ich ein Testbrett, ein kurzes allerdings. Kopfhörer auf die Ohren, richtig fette Mucke. Ist natürlich die, sind Ohrschützer, weil der Hobel und die Absauganlage doch mega laut sind. Und so ein bisschen können wir die alten Ohren ja noch ein bisschen schützen. Ja, heute ist die Lieblingstochter nicht dabei, also ist kein dummes Quatsche von ihr. Und die Bauaufsicht ist jetzt auch nicht da. Deswegen kann ich mal ganz konzentriert arbeiten, ohne dass jemand mir erklärt, was ich machen muss. Aber dafür klappt es auch nicht so richtig. Arbeitsvorbereitung ist alles, sagt man ja so schön. Ja? Jetzt kommen die langen Bretter dran. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Noch so trockene Hände, mich war abgerutscht. Das hat mich total genervt. Dann hat es nicht ganz gereicht. Ach, meine Werkstatt ist klein, ich brauche eine größere Werkstatt. Das muss ich nochmal umbauen, weil ich hinten an die Wand angestoßen bin. Überlegen, ein bisschen ausprobieren. Ah, jetzt sieht man mal die schmale Kante da auf 90 Grad gehobelt. Die Maschine ist übrigens sehr schön. Das ist mit so einer 3-Messer-Welle. Jetzt habe ich diese Griffe da genommen, weil ich immer zu abgerutscht bin. Tja, ihr Lieben, das war mal nix. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bei dem kurzen Brett hier, da geht das noch, ging das noch gut. Ja? Da haben wir es auch noch alles schön. Aber die langen Bretter, die sind doch ziemlich stark in sich verzogen. Hier sieht man es zum Beispiel. Warte mal, ich gehe mal andersrum. Ja. So, wenn ich die glatt hoble, also gerade hoble, dann werden die so dünn. Hier ist dasselbe. Ja. Dann werden die so dünn, dass ich die nicht mehr verarbeiten kann. Aber das wird nichts. Dann komme ich nachher auf 15 mm Brettstärke. Und ist nicht so gut. Aber das macht nichts. Wir haben ja sicherlich mal wieder ein Projekt, wo wir kürzere Bretter brauchen. Und wenn ich die kurz, kann ich die gut aushobeln. Dann ist nicht so viel verzogen. Dann kriege ich noch eine vernünftige Stärke. Also müssen wir eine andere Idee machen. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch Material im Lager hätte. Dann gehen wir mal in meine Garage. Und dann sehen wir, dass hier doch noch einiges an Brettern liegt. Gleich Nut und Feder,
kleine Schräge dran. Eigentlich perfekt für eine Tür. Da müssen wir das verarbeiten. Das liegt schon Jahre hier. Das habe ich schon vor 3 oder 4 Jahren gekauft, als das Holz noch erschwinglich war. Naja, also nehmen wir doch das. So, das ist jetzt schon Plan C. Erst wollte ich alte Dielen nehmen. Dann sollte ich mir Bretter selber machen. Und jetzt nehmen wir die. So, was haben wir denn für eine Deckbreite? 11. 1, 2, 3, 4. Müsste 44 sein. Ja. Das ist 5. Eine ziemliche Fummelei. Dieses Baumarktholz ist ja nicht wirklich optimal. Das ist ja irgendwie eine B oder C oder manchmal denke ich eine Y-Sortierung. Die sind ja auch nicht ganz gerade. Dann sind die auch so ein bisschen in sich verzogen. Also da muss man ganz schön rumfummeln, dass das irgendwie einigermaßen passt. So, dann habe ich natürlich erstmal die Breite zugeschnitten auf finales Maß. Wobei es kommt ja bei der Schiebetür nicht auf einen Zentimeter an. Deswegen konnte ich auch meinen ollen Zollstock nehmen, musste nicht den guten Lieblingsmodell-Zollstock nehmen. Naja, irgendwie alles so ein bisschen, dass es nachher einigermaßen passt, zusammengesteckt. Da muss ich nochmal wechseln, ja. War noch nicht so optimal. Aber irgendwie haben wir es dann ja doch hingekriegt. Ja, jetzt schneide ich die finale Breite. Also links und rechts, das Brett muss ja abgeschnitten werden, da ist ja Nut und Fehler dran. Ich möchte ja nicht eine Nut oder eine Fehler am Ende der Tür haben. Also schneide ich das auf die finale Breite. Die Länge lasse ich noch ein bisschen länger, damit man das am Ende noch ein bisschen anpassen kann. Beim alten Haus muss man ja alles anpassen, wissen wir ja. So, was ist der Plan? Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass hier links und rechts eine kleine Phase ist. Die Tür auf der Seite ist ja schön, aber auf der anderen Seite ist keine Phase. Ist also nur eine Kante. So, scharfe Kante. Plan ist jetzt, dass ich mit dem Fräser, hier so einen kleinen Fräser, noch eine schmale Phase da dran fräse. Hobeln geht nicht. Es wird nicht sauber genug, glaube ich. Also nicht gleichmäßig genug. Also nehme ich mal den Fräser. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Damit wir von beiden Seiten so eine schöne kleine Vertiefung hier haben. Guck mal, wie man das sieht. Ob man das sieht. Ja, so jetzt, so sieht man es gut. Ja. Das möchte ich auf der anderen Seite auch haben, weil die Tür sieht man ja von beiden Seiten. Also probieren wir das mal. Tja, die Oberfräse. Ne, die Unterfräse. Was ist eine Oberfräse? Im Tisch eingebaut ist eine Unterfräse, oder? Keine Ahnung. Naja, mal gucken. Ja, das Einrichten hat ein bisschen, war ein bisschen Fummelei. Ich hatte nicht wirklich den passenden Fräser, also nicht den optimal passenden Fräser. Ich habe zwar jede Menge Fräser, aber wie das immer so ist, ja, wenn man eine bestimmte Sache macht, dann braucht man einen, den man nicht hat. Dann musste ich das ein bisschen, dann habe ich einen anderen genommen. Also es war auch so ein V-Nut-Fräser, aber der war relativ klein, also eigentlich zu klein. Und halt das Einrichten halt war dann doch ein bisschen aufwendiger. Ein bisschen fummeliger, bis das dann so alles schön gepasst hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
Außerdem ist der Anschlag von dem Frästisch noch nicht der optimale. Ich hatte das vorher mal so in der Kreissäge eingebaut, wie das viele machen. Aber das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Deswegen habe ich so einen separaten Frästisch gebaut. Aber der Anschlag ist noch von der alten. Ich muss da irgendwann mal einen neuen bauen, damit das ein bisschen besser passt. Aber, naja, alles so nach und nach. Ja, ich bin immer noch am Fummeln da. Das ist immer noch nicht so, wie ich das toll fand. Aber irgendwann habe ich es natürlich dann hingekriegt. Dann ging's. Ja, da sieht man es nochmal im Detail. Am Ende hat es dann gepasst und sah auch gut aus. Ja. Hast du noch nicht verleimt? Ja, jetzt habe ich die alle erstmal gefräst. Die sahen aber gut aus. Wolfgang. Ja, die haben auf einer Seite mehr. Haben die hier eine Phase und hier eine Phase. Ja? Und wenn ich das zusammenleime, habe ich da so eine kleine Phase. Ist das? Ja? Ja. So, das so zusammenleime. Sag, wie so ein kleines. Das sieht ja nicht zusammen. Ja, sieht zusammen, aber jetzt nicht so. Ja, da hast du hier eine kleine Phase und da eine kleine Phase. Das siehst du nachher. So. Die andere Seite war aber nicht so. Also habe ich jetzt auf die andere Seite überall kleine Phasen angefräst. Ja, damit die andere Seite auch, weil wir sehen jetzt. Guck mal, hier geht es mir jetzt zu Splitter einreißen. Ja, dann fass es nicht an. So, dann geht's ans Verleimen der Bretter. Ich habe das alles ein bisschen mit Papier ausgelegt da, weil ich das nicht mag, wenn der überschüssige Leim da auf meine Werkbank kleckert. Kann man zwar abschleifen oder abmachen mit so einem Stichbeite oder so, aber ich bin da ein bisschen pisselig, das mag ich nicht. Ja, erstmal Leim drauf gequackert. So optimal. War das nicht? Der Bretter umgefallen oder sowas? Also es war irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, aber am Ende des Tages habe ich es ja dann doch irgendwie hingekriegt. Zack, 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 da sind die Bretter umgefallen. Ja, das ist irgendwie, naja. Man muss ja auch schnell machen, das Zeug bindet ja auch relativ schnell ab. Ja, du kannst ja nicht da ewig dir Zeit lassen. Dann ist der abgebunden und dann oder angetrocknet und dann klebt er nicht mehr richtig. Deswegen muss das schnell gehen. Verspannen. Ja, die Dinger sind ganz gut. Die waren nicht teuer. Ich glaube, die 4 Stück haben dann die 50 Euro gekostet. Wenn man das nicht dauernd braucht, dann muss man nicht die teuren von Bessie nehmen oder so. Oder von Sauter. Da kann man auch so was Günstiges nehmen. Da gibt es noch welche mit Rohr. Aber ich fand die. Aber die sind auch wieder teuer, da brauchst du wieder Rohre extra. Die waren ganz gut. Gab es bei Amazon oder bei irgendeiner Bastelbude. So, jetzt haben wir alles verspannt. Gehen wir mal lang gehen. Da habe ich zwei. Dann ist der Diesel draufgestellt, 40 Kilo. Passt schon.
So, hier auch alles schön verspannt. So. Hier auch nochmal gegengespannt. So. Ja. So, dann hoffen wir mal, dass sie jetzt schön anzieht und klebt. Und dann können wir da morgen weitermachen. Ich habe den überschüssigen Leim, habe ich hier mal so ein bisschen schon weggewischt mit einem feuchten Tuch. Muss ich nachher nicht so viel schleifen. Außerdem da, wo der Leim ist, glaube ich, nimmt die Beize nicht ordentlich an. Oder das Holz nimmt da die Beize nicht ordentlich an. Naja, mal sehen. Also, nächsten Schritte sind Alterungsbeize. Damit die ein bisschen passend zu den anderen Dingen da oben ist. Dann muss ich mal gucken. Entweder mache ich noch ein Z drauf. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Oder ich mache am Kopf und am Fuß nochmal quer ein Brett drauf. Das muss ich mal sehen, wie das morgen aussieht, wenn ich die ganzen Zwingen abhabe. Naja, so Baumarktholz halt ist auch nicht wirklich Top-Qualität, aber naja. Es lag noch da und heute kannst du das ja nicht mehr bezahlen. Ich habe da schon ein paar Jahre zu liegen. So, ihr Lieben. Einen Tag später. Der Leim sollte jetzt vernünftig abgebunden haben. Dann werden wir mal die ganzen Schraubzwingen und mal alles abmachen und mal gucken, wie die Tür geworden ist. Bin ja mal gespannt, ob sie in sich hält oder ob sie sich geworfen hat. Wir werden es sehen. Ja, nur wer sich wundert, warum ich da dicke Dieselkanister habe. Naja, die habe ich günstig gefüllt, als es noch nicht ganz so teuer war. Aber die sind natürlich nicht fürs Auto, die sind für mein Notstromaggregat. Sowas braucht man ja heutzutage. Man kann ja nie wissen, wie sich das alles entwickelt mit unserer Energieversorgung in Deutschland. Aber so als Beschwerung oder als Gewicht könnte man die natürlich auch nehmen. Was ist die Idee? Das ist ja eine Schiebetür. Wenn ich da jetzt ein großes Kreuz drauf mache aus Holz, dann muss ich das Kreuz ja nach innen in den Raum machen, weil hier im Raum läuft die Schiebetür. Das finde ich nicht so schön. Jetzt habe ich das mal gesehen irgendwo, dass die so eine alten Bänder dafür verarbeitet haben. Da finde ich natürlich eine geile Idee, weil erstens sieht es viel schöner aus und zweitens habe ich dann nur wenig Auftrag. Das heißt, die Bänder kann ich dann sogar zur Flurseite machen. Das ist vielleicht ganz schön. Tja, die Frage ist, mache ich einen Bänder drauf oder mache ich ein Z drauf? Nicht wahr? Ja, nichts ist so beständig wie die Veränderung. An der Tür habe ich ja andauernd irgendwas verändert. Aber am Ende des Tages hat es ja dann doch noch geklappt. Nee, ich habe nicht die alten Bänder genommen, weil die auch ein bisschen verbogen waren und eigentlich zu dem neuen Holz nicht wirklich passen. Ursprünglich wollte ich das ja aus altem Holz bauen. Dann hätten die Bänder natürlich gut gepasst. Aber da sowohl die Rollen neu sind, als auch der Griff und alles, habe ich mir so gedacht, passen und das Holz natürlich auch, passen die Bänder nicht mehr wirklich. Ja, was mache ich da? Jetzt schneide ich oben und unten erstmal ein Stück ab. Ich schneide das jetzt auf Maß. Und dann kommt nochmal unten so ein Quer, also ein Holz quer drunter als Stabilisierung, dass es quasi sich nicht werfen kann. So ist zumindest die Idee. Ob es nachher funktioniert, werden wir sehen. Ja, Führungsschiene, Tauchsäge, geht ganz gut. Zack, zack. Nur damit das mal ist, diese kleinen Kantenfräsen hier, die gibt es ja
beim Chinesen für ein paar 30 Euro. Die sehen 100% genauso aus wie Makita. Aber jetzt habe ich mir so ein Ding hier, so einen Nutführer da, oder so einen Kantenführer da gekauft, so eine Vorrichtung. Die passt natürlich nicht. Das sind, wir sind jetzt vielleicht ein Zehntel schmaler als das, der Durchmesser hier. Das heißt also, die passt wahrscheinlich 100% auf diese China-Dinger, aber die sind halt ein Zehntel geringer im Durchmesser, deswegen passt es jetzt hier nicht. Ja, naja, was haben wir gemacht? Bisschen angepasst, fertig ist die Laube. Ja, so ist das mit den China-Nachbauten. Ist doch nicht kompatibel mit Makita. Sieht zwar genauso aus, aber offensichtlich doch leichte Maßunterschiede. Habe ich gedacht, man kann so ein bisschen Zubehör für die China-Dinger kaufen, weil die billiger sind, aber halt, passt halt nicht. Passt doch, na bitte. Was die Seite war, die richtige Seite haben. Die Seite war es. So. Jetzt müssen wir da unten eine Nut reinfräsen. Ich habe diese Vorrichtung da etwas angepasst, dass das China-Teil auf die Makita passt. Ja, fräse ich da unten so eine Nut rein und kann dann mit Feder unten ein Brett quer reinbauen, so dass wir unten noch mal so ein bisschen Querstabilität haben und oben auch, ja, dass die Bretter nicht auseinandergehen oder in der Höhe verrutschen. Passt, wackelt und hat Luft, hat man. Jetzt wird gleich noch auf den Daumen gehauen. Trottel. So, jetzt hatte ich hier noch so eine Idee, weil ich noch so ein paar alte Verbindungshaken habe, ob man das nicht so als Block nehmen kann. Muss ich mal sehen. So, das sind die Rollen hier. Wir haben natürlich die Schrauben deutlich zu lang, da müssen wir mal ein paar kürzere Schrauben noch kaufen. Das werde ich so machen hier, das finde ich gut. Das geht auch dran vorbei an der Schiene. Ich werde ausprobieren. So, das kommt auch so. Ja, dann haben wir nämlich, dann bauen wir die so an, über beide. Und dann sollte das passen. Dann sollte die Last doch schön verteilt sein. Jo, so machen wir das. So machen wir es nicht. Das werden wir noch sehen. Wieder eine Änderung im Plan. So, jetzt kleben wir da unten die Querleisten ein oder Querbretter ein. Zack, 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 zack. Das sind so eine Spanngurte, die sind speziell für eigentlich so zum Dielen verlegen. Aber die gehen natürlich hervorragend auch für solche Sachen, ja, wenn man da so was Langes, was sehr Langes verspannen muss oder verzwingen muss und keine professionelle Anlage dafür hat, dann kann man natürlich mit diesen Spanngurten das auch wunderbar machen. So, jetzt geht es nochmal drüber mit dem Bandschleifer, dass wir die ganzen Stellen noch wegkriegen. Außerdem habe ich immer so den Eindruck, dass diese Bretter aus dem Baumarkt so eine komische Beschichtung haben. Wenn man die wenn man das jetzt streicht, dann nimmt das nicht wirklich gut Farbe an. Und wenn man das jetzt, wenn man das dann runterschleift, dann nimmt das schön die Farbe an. Und da ich das ja mit dieser Alterungsbeize noch machen will, sollte das auch relativ gleichmäßig die Beize annehmen. Nochmal Zeitungen untergelegt. Jetzt wird gebeizt, alles schön verklebt. Ist eigentlich sehr gut geworden, muss ich sagen, die Tür. Also es hat sich nicht in sich verzogen oder das ist eigentlich ganz schön. Hat alles gut geklappt bis dahin. Und hoffen wir, dass es auch so weitergeht. Bis die Tür fertig ist. Ja, Alterungsbeizer kann ich empfehlen. Hat man, glaube ich, schon zwei oder dreimal vorgestellt im Video. Wir haben ja die Dielen im Schnäppchenhaus alle mit dieser Alterungsbeize gestrichen. Das
bringt, oder das Holz nimmt dann so ein bisschen die Farbe an von ganz altem Holz. Ja, wenn man so einen alten Balken daneben macht, das nachher sehen, wenn wir das eingebaut haben, dann ist da kein großer farblicher Unterschied. Und deswegen ist das ganz schön. Spezielle Alterungsbeizen. Man kann wahrscheinlich auch jede andere Beize nehmen und sich da irgendwas zusammenmischen. Aber das passt ganz gut. Und da haben wir mal ein paar Büchsen gekauft irgendwann. War noch was übrig. Nehmen wir für die Tür. Bauaufsicht hat auch kurz kontrolliert, ob alles passt und ob alles stimmt. Kann sie sich auch nicht nehmen lassen. Da muss er auch immer wieder mal in die Werkstatt kommen und überprüfen. Ah ja, das sieht ganz gut. Nimmt jetzt auch gut an, wie man sieht, beim ersten Mal schon. So, ihr Lieben, Werkstatttag. Heute ist Donnerstag. Und dann werde ich mal noch die Tür ein bisschen weiter machen hier, damit wir die vielleicht am Wochenende einbauen können. Draußen sind minus 10 Grad. Es ist so arschkalt. Das macht schon keinen Spaß mehr, oder? Naja, ich wollte erst diese alten Torbänder da dran machen, hatte ich ja gezeigt, ja. Diese Dinger. Aber da wir jetzt die Beschläge alle so in Schwarz haben und ich auch keine alten Bretter, ich wollte ursprünglich alte Bretter nehmen, mir hätte das natürlich perfekt gepasst, aber da wir jetzt keine alten Bretter genommen haben, sondern neue, habe ich mir so ein bisschen Flachstahl beim Schlag besorgt. Und das wird jetzt schwarz lackiert. Dann finde ich, sieht das besser aus. Also es passt besser als die alten hier. Die heben wir auf, wenn wir mal eine Tür machen. Eine alte aus alten Brettern. Dann können wir die gut gebrauchen. Gleich wieder wie ein Azubi. Nur dass wir das damals hätten komplett abfeilen müssen. Und nicht vorher mit einer Flex abtrennen. Jetzt höre ich hier quietschen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du hier in der Werkstatt bist. Ja, na was soll? Na, ich habe hier, du sitzt am Computer. Da habe ich doch gesessen. Da musst du doch vorwärts gehen. Wann bist du hier drinne? Na, seit einer halben Stunde vielleicht. Oh. Da musst du vorwärts gehen. Auch wenn. Wenn wir 10 Grad Minus haben. Ja, ich gehe jetzt zum Hühnerstall. Ja, mach das. Ob die auch alle drinnen sind. Na, warum sollen die nicht drin sein bei der Kälte? Ja, ich habe schon mal welche reingesetzt. Aber nicht bei der Kälte. Naja, dann schönen Gruß an die Hühner. Ja, mache ich. Du, was denn? Wie ist es heller jetzt her? Ja, ist aber trocken. Sie tut aus. Sie trocknet. Vielleicht streiche ich nochmal drüber, muss ich mal sehen. Aber ich finde das ganz gut so. Na, mal gucken. Das muss ich mir noch überlegen. Mhm. Schön mit den Dingern ja. Dazu. Und die machst du jetzt noch schwarz, ja? Die mach ich schwarz, ja. Mhm. Cool. Wie kriegen die Pulle hier auf da, diese? Du kennst dich doch aus mit Sprühflaschen. Bist doch so ein kleiner Graffiti-Künstler. Hä? Wieso kriegst du die nicht auf? Na, weil ich die nicht aufkriege, weiß nicht. Ist ein bisschen fest zu, ja. Was hast du denn da geholt? Naja, schwarz. Was ist das? Okay. Schatz, hier ist immer, das musst du noch rausmachen. Warum? Das ist ein Stopp. Was ist das? Ein Stopp? Ein Stopp, da kann sich nicht sprühen. Was willst du denn jetzt damit machen? Lass mich rausmachen. Hast du noch irgendwie eine... Zeig mal her. Da musst du mit du kannst doch nicht einfach irgendein Werkzeug nehmen, was du gerade greifst. Zeig, hier, zeig mal her. Das hier, da ist ein kleiner Schlitz drin. Und dann so. Macht man das so raus. Ach so. Meine Fresse. Naja, greifst du irgendein Werkzeug. Ich habe Ahnung davon. Hammer, gut, dass du keinen Hammer gefunden hast. Oder keinen, hör auf. Hör auf. Das wär's, oder? Dann stell da hin jetzt. Geh zu deinen Hühnern. Das ist ja vorhin nicht richtig drauf. Ja, ich weiß. Lass es. So. Aber die sind ganz schön dick, ja? Naja, die müssen ja auch was halten. Die sollen sich ja nicht mitfolgen. Damit sich die Tür nicht verzieht. Und warum sind die jetzt an beiden Seiten? Die musst du doch so machen, oder?
Was muss ich die? Wieso ist denn die an beiden Seiten spitz? Na, weil das hier so drauf kommt. Ich habe das jetzt mal angespitzt, damit das ein bisschen gut aussieht. Damit das ein bisschen zu den anderen Sachen passt. Weißt du? Was denn? Welche Funktion haben die jetzt? Dass sich die Tür nicht so verbiegt. Das wird weil ich da kein Z drauf mache. Deswegen mache ich zwei so eine Bandstähle drauf, damit sich das nicht so verzieht. Genau so wollte ich es haben. Naja, so habe ich es ja in der Tür da drüben auch gemacht, im Partyraum, in der Sommerküche. Da habe ich auch Bandstahl hinten drauf gezogen. Ich dachte, hast du ein Z? Nein, habe ich kein Z. Na gut. Ja? Ja. Und dann machen wir das schön schwarz. Ja, das machen wir schön schwarz. Ja. Kannst du da in dieses dicke Metall ein Loch bohren? Na klar, warum soll ich da kein Loch bohren? Natürlich, Schatz, kann ich das. Na gut. Ich bin ja schließlich gelernter Zerspanungsfacharbeiter. Und bohren ist zerspanen. Ja, aber das ist auch schon ewig her. Ja? Und damals warst du an solchen riesengroßen Bohrwerken. Ja, naja, aber ist ja egal. Das hast du ja jetzt hier nicht zu stehen. Naja. Da bringst du mich auf eine Idee. Um Gottes Willen. Nein. Tja, in grauer Vorzeit habe ich auch mal einen ordentlichen Beruf gelernt. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Ja, ein paar Löcher bohren, ja. Klar können wir das. So ein Bandstahl gibt es beim großen A, kann man da kaufen, kostet einen Haufen Geld. So bin ich zum Schlosser um die Ecke gefahren, also irgendein Handwerksbetrieb hier in der Nähe. Und habe mir zwei gekauft, das waren über ein paar Euro. So, ich lege da so eine Leisten drunter, ich weiß nicht, das sieht man nicht genau, das sind so Dreiecksleisten. Das ist mal irgendwann ein Abfall gewesen, als ich mal 45 Grad irgendwo geschnitten habe an irgendeiner Platte. Wenn man sowas lackiert, macht sich das natürlich sehr gut, weil die Auflagefläche nur sehr gering ist. Ja, und man kann so Abfallzeug nochmal nutzen. Gibt es auch zu kaufen, fertig, also bestimmt so eine Lackieruntersätze da. Aber warum? Kann man ja so eine Leisten nehmen. So, schwarze Farbe drauf, klack, 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 zack, 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 zack. Und schon sieht's schick aus. So, das ist unsere schöne Werkstattheizung. Die können wir jetzt mal ausmachen. Wird mit Propangas geheizt. Wir sollen ja jetzt ein bisschen sparen alle, nicht wahr? Also, machen wir die mal aus. So, dann gucken wir mal, wie viel Grad wir hier haben. Und dann sehen wir, dass wir vorbildlich sind und 14 Grad haben. Naja, aber wir arbeiten ja und damit brauchen wir nicht so warm. Was mache ich jetzt? Die Tür, ich werde die jetzt mit Hartwachs noch versiegeln. Ich habe hier so ein Hartwachs auf Biobasis. Das ist eigentlich sehr schön, sehr gut. Das nehmen wir mal. Dann gucken wir mal, nicht wahr? Dann kann man nachher noch vielleicht die Bänder anbauen und dann, wenn alles klappt, baue ich die morgen im Schnäppchenhaus ein. Schauen wir mal. Ja, die Lappen vom Öl nicht irgendwo zerknüllt in den Eimer schmeißen. Wir haben ja schon mal fast, oder die Lieblingstochter hat ja schon mal fast das Schnäppchenhaus abgefackelt, weil sie die Öllappen auf irgendeine Holzpalette geschmissen hatte. Ja, haben wir ja mal irgendwann im Video gesehen. Die entzünden sich selber, also wirklich entweder in ein Glas stecken, oder halt ins Wasser oder ausgebreitet irgendwo trocknen lassen. Nur nicht zusammengeknüllt in den Mülleimer schmeißen. So, mit dem Hartwachs sieht das natürlich ganz schön aus jetzt. Und ist alles schick. Thank you.
Also ich finde das ganz schön so mit diesen schwarzen Bändern da, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt hoffe ich mal, dass das auch so hält, wie ich mir das vorstelle. Das heißt also, dass sich das auch nicht verzieht. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schön findet. Oder auch nicht. Oder ob ihr Erfahrung habt mit sowas. So, guck mal, die Schrauben werden noch schwarz gemacht. Gehen noch Klecks Farbe drauf. Hier müssen wir noch ein paar Schrauben raussuchen. Und hier, die werden auch noch schwarz gemacht. Dann sieht doch das schon ganz schick aus, oder? So, ihr Lieben, das war's schon wieder mit dem Video für diese Woche. Die Tür ist fertig, inzwischen auch eingebaut. Das zeigen wir nochmal in einem separaten Video, wie das alles eingebaut und angepasst wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Like, ein Kommentar und ein Abo. Kommentare natürlich wie immer gern gelesen von uns. Auch Klugscheißer-Kommentare oder Kommentare von Leuten, die es besser kennen als ich, also Tischler oder so, die mir vielleicht ein paar Tipps geben können. Nächste Woche gibt es wieder einen richtigen Bauvlog mit der Lieblingstochter und ihren Kommentaren. Das ist wieder ein bisschen aufgelockert ist. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.